Bali ist wohl jedem bekannt. Schöne Strände, Schnorcheln, Wasserfälle und Reisfelder. Indonesien hat aber noch viel mehr zu bieten und darum soll es heute gehen. Blaues Feuer, Riesenrochen, einzigartige Inseln und Orang-Utans. Hi Leute, ich bin Jannis von Hidden Gem und heute reisen wir durch das traumhafte Indonesien. Dabei beschränken wir uns nur auf Orte, die nicht auf Bali sind. Vielleicht inspiriert dich das ja bei deiner nächsten Bali-Reise, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir starten mit Nusa Penida. Dort warten traumhafte Strände auf dich, wie der Diamond Beach und der Kelingkling Beach. Am Manta Point kann man riesige Manta-Rochen und mit etwas Glück sogar Mola-Molas sehen. Weitere Spots sind Angels, Billabong und Broken Beach. Mit gemieteten Rollern kann man alles sehr gut erkunden. Die Insel liegt nicht mal eine Stunde von Bali entfernt, weshalb auch täglich Touristen von Bali hinüberkommen. Wenn du nicht so auf Menschenmassen stehst, dann empfehlen wir dir, auf Nusa Penida zu übernachten und die Orte morgens oder abends zu besuchen. Wir reisen weiter zu drei Inseln, die im Nordosten von Bali angesiedelt sind. Die Gili-Inseln. Gili Travangan, Gili Meno und Gili Air. Alle drei Inseln sind ziemlich klein und dürfen nicht mit Auto oder Roller befahren werden. Das bringt einen ganz eigenen Charme auf die Inseln. Alle drei haben Strände wie aus dem Bilderbuch und kristallklares Wasser. Aber zudem hat jede Insel noch einen eigenen Schwerpunkt. Gili Travangan ist bekannt für belebte Restaurants und Nacht- und Partyleben. Gili Meno ist sehr ruhig und perfekt für Hochzeitsreisende. Und Gili Air bietet eine gute Mischung auf beiden. Jetzt geht's mal weg vom Wasser und wir bereisen einen Vulkan, den Iyen. Hast du schon mal blaues Feuer gesehen? Hier kannst du nachts blaues Feuer auf ganz natürliche Art bewundern. Es entsteht durch das Verbrennen von Schwefelgas. Im Krater des Vulkans liegt ein türkisblauer See. Die Farbe kommt von der Säure im Wasser. Fun Fact: Der See ist fast so sauer wie Batteriesäure und wird deshalb auch als das größte Säurefass der Erde bezeichnet. In dem Vulkan wird Schwefel abgebaut und von Menschen in Körben von bis zu 100 Kilogramm eigenhändig hochgetragen. Das ist einer der härtesten Jobs der Welt und nicht selten kommt es hier zu Todesfällen der Arbeiter. Einer der traurigen Nebenseiten, die man beim Reisen kennenlernt. Jetzt kommen wir aber wieder zu einer der schönen Seiten des Reisens. Wir begeben uns auf die Insel Lombok. Nicht mal 2 Stunden von Bali entfernt erwartet dich hier traumhaft schöne Strände und traditionelle Dörfer und auf jeden Fall auch deutlich weniger Touristen. Die Strände sind perfekt, um surfen zu lernen und auch bei den Einheimischen kannst du das Töpfern oder das Weben erlernen. Im Norden von Lombok steht der Rinjani, der zweitgrößte Vulkan Indonesiens. Wir reisen weiter in den Osten und kommen in den Komodo-Nationalpark. Hier lebt die größte Echse der Welt, der Komodo-Waran. Er wird bis zu 3 Meter lang und hat einen der gefährlichsten Bisse der Welt. Ein echt beeindruckendes Lebewesen. Der Nationalpark ist aber nicht nur Heimat der Komodo-Warane, sondern umfasst auch viele Ökosysteme wie tropische Wälder, Savannen, Korallenriffe und Meergraswiesen auf viele Inseln verteilt. Der Park ist nur mit dem Schiff zu erkunden und es gibt viele Touren, die man buchen kann, die auch oft über mehrere Tage gehen. Ausgangspunkt ist meist die Stadt Labuan Bajo. Auf den Touren kann man meist die Insel Padar, den Pink Beach oder tausende Flughunde sehen. Außerdem unternimmt man viele Schnorchel- oder Tauchgänge. Dabei kann man Riesenschildkröten, Mantarochen, Haie und vieles mehr sehen. Je nach Jahreszeit hat man in dem Park sehr verschiedene Vegetationen. Es geht für uns weiter und wir schauen uns den nächsten Vulkan an. Den Bromo. Er ist ein aktiver Vulkan auf der Insel Java und berühmt für seine atemberaubende Landschaft. Du kannst den Vulkan besteigen und vom Gipfel den spektakulären Sonnenaufgang genießen. Die Anreise ist von den Städten Malang und Probolinggo aus möglich und erfolgt mit Jeeps. Wenn du keine organisierte Tour haben möchtest, dann geht das mit einem Roller, Motorrad oder mit dem Minibus. Nimm dir auf jeden Fall genug Klamotten mit. Auf dem Gipfel ist es nachts extrem kalt. Jetzt kommen wir zum ersten Wasserfall auf unserer Reise. Der Tumpak Sewu ist einer der spektakulärsten Wasserfälle in Indonesien und wird auch Wasserfall der 1000 Wasserfälle genannt. Die breite, 120 Meter hohe Felswand bildet einen schimmernden Vorhang aus Wasser. Im selben Tal befinden sich weitere sehenswerte Wasserfälle. Der Zugang zum Tumpak Sewu erfordert eine kleine Wanderung und auch das Durchqueren von Flüssen und Schlamm. Alternativ gibt es eine Aussichtsplattform nur 5 Minuten Gehzeit vom Parkplatz entfernt. Aus idyllischer Natur reisen wir jetzt in eine belebte Großstadt, Yogyakarta oder auch Jogja genannt.
Die Stadt steht für ihre reiche Geschichte, Kunst, Kultur und traditionelle javanische Architektur. Zahlreiche Tempel und historische Städte zeichnen Yogyakarta aus. Allen voran der größte buddhistische Tempel der Welt, der Borobudur-Tempel. Der hinduistische Prambanan-Tempel ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Abseits der kulturellen Sehenswürdigkeiten gibt es auch traditionelle Märkte, köstliche lokale Küche und eine sehr freundliche Atmosphäre. Es gibt nur noch ganz wenige Orte auf der Welt, wo man Orang-Utan sehen kann. Einer davon ist Bukit Lawang, ganz im Nordwesten von Indonesien. Beim Jungle Trek begibt man sich auf ein Abenteuer durch den Dschungel von Sumatra. In Trekkingrouten verschiedenster Längen und Schwierigkeitsgraden wandert man durch die malerischen Pfade des Regenwaldes und entdeckt eine Vielzahl von besonderen Tieren und Pflanzen, wie Chamäleons, Tukans, Reptilien und verschiedenste Affenarten. Viele Touren beinhalten auch eine oder mehrere Übernachtungen im Dschungelcamp, wo man die Nacht unter Sternenhimmel umgeben von den Geräuschen des Regenwaldes verbringen kann. Ein wirklich einmaliges Erlebnis. Zum krönenden Abschluss kann man die Tour mit einem Wildwasser-Rafting beenden, was einen direkt zurück in das Dorf Bukit Lawang bringt. In dem Dorf herrscht eine sehr entspannte Atmosphäre mit kleinen lokalen Gasthäusern, Restaurants und Bars. Ein großartiger Ort, um sich mit anderen Reisenden auszutauschen und die natürliche Schönheit Sumatras zu erleben. Zuletzt begeben wir uns nochmal an einen sehr belebten Ort. Malang ist eine charmante Stadt in Ostjava und bekannt für ihre kühlen Temperaturen und koloniale Architektur. Die bekannteste Gegend ist das Rainbow Village. Hier hat eine Gruppe von Studenten alle Häuser bunt angestrichen. Der gesamte Slum sollte eigentlich niedergerissen und die Bewohner umgesiedelt werden. Durch die Aktion bekam die Gegend allerdings große Aufmerksamkeit und ist so erhalten geblieben. Nur eine Straße weiter wurden alle Häuser blau angestrichen und so heißt der Ort jetzt Blue Village. Es ist die kleine Version der blauen Stadt Chefchaouen in Marokko. Wenn du das blaue Dorf betrittst, erwarten dich schöne Fotomotive und Gespräche mit den Einheimischen, wahrscheinlich mit Hilfe von Google Translate. Und wenn du schon mal in einer Stadt in Indonesien bist, darfst du dir eigentlich keine Massage entgehen lassen. Wir haben für eine 90-Minuten-Massage um die 8 Euro bezahlt. Das waren 10 sehenswerte Spots in Indonesien außerhalb der Bali-Bubble. Wir hoffen, dass du jetzt Bock hast, auch andere Orte in Indonesien zu bereisen, die sich teilweise ganz anders anfühlen als Bali. Unserer Meinung nach bekommt man dadurch auch ein viel authentischeres Bild vom Land Indonesien. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann gerne für weiteren hochqualitativen Reisecontent Hidden Jam abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Okay, fertig. Fertig. 21 Minuten und hier?